Seid mir gegrüßt, liebe Mitmenschen. Ich habe in der letzten Zeit die Zeit genutzt und habe ein wenig recherchiert über die allgemeine Rechtsgrundlage und Gemengelage, die wir weltweit haben. Und zwar ging es mir um das Deutsche Reich 1871, mir ging es um den Vatikan, mir ging es um das Königreich Großbritannien und die Zusammenhänge. Und natürlich den noch niemals beendeten Kriegszustand des Ersten Weltkrieges, den wir ja noch nach wie vor haben. Und dies war mir ein Anliegen, das etwas aufzubröseln, weil viele Alternativmedien sich auf den Friedensvertrag, auf Jalta, auf Potsdamer Abkommen, Morgenthau-Plan und was es da nicht so alles gibt, eingeschossen haben, man könnte schon fast sagen, darin verhaftet sind, wollte ich etwas über den Tellerrand hinausblicken, weil ich der Ansicht war, dass es irgendwas geben musste, was uns vielleicht andersweitig da herausführen kann. Weil der Friedensvertrag kann nicht das Ultimatum sein, bin ich der Ansicht. Und hier eine Zusammenfassung meiner jetzigen Recherche. Und zwar: Wie wir bereits feststellen durften, beruht alles, was wir kennen, auf Täuschung und Infiltration. Die BRD ist nicht Deutschland und schon gar nicht das Deutsche Reich im Jahre 1871. Die BRD ist eine Treuhandverwaltung, ein Wirtschaftsgebiet, eine öffentliche Körperschaft, ein Vasallenstaat des Vatikan etc., der weder hoheitliche Rechte noch Befugnisse innehat, um den zufolge auch nicht über Menschen verfügen kann, sondern nur über Personen. In unserem jetzigen System kann sie nur juristische Personen verwalten, also Sachen oder Dinge. Das ist nicht nur in der BRD der Fall, sondern auch in der damaligen DDR, dem Dritten Reich Adolf Hitler und der Weimarer Republik. Alles waren Firmen, verwaltet von der USA und der britischen Krone im Auftrag des Vatikans. Um die Gegenwart zu begreifen, müssen wir zurück in die Vergangenheit. Um genau zu sein, in das 12. Jahrhundert. In England war John Lackland, Sohn von Richard Löwenherz, König von England von 1199 bis 1216. König John war mit der Kirche und dem Papst nicht ganz einverstanden. So wie es aussieht, wollte er König ohne Einfluss der Kirche und des Vatikans sein. Dennoch hatte König John Schulden bei der Kirche. Mit den Mortmain, was so viel heißt wie tote Hand, hatte König John versucht, dass die Landbesitzer ihre Ländereien nicht einfach so ohne Zustimmung des Königs der Kirche überlassen. Das hatte die Kirche sehr verärgert und König John wurde daraufhin seitens der Kirche exkommuniziert und verlor somit sämtliche Titel. König John wollte aber König bleiben und bot Papst Innozenz III. Einen Vasallenvertrag an. Dieser Vertrag wurde in Verona 1213 geschlossen. Somit heißt er Vertrag von Verona. Dieser war kein Völkerrechtsvertrag, sondern ein Vertrag zwischen Papst und der britischen Krone. In diesem Vertrag hatte König John Land und Leute dem Vatikan überschrieben. Dieser Vertrag wurde niemals aufgehoben und gilt somit heute weiterhin. Um 1215 gab es eine Rebellion zwischen König und Barone. Folglich dessen wurde König John genötigt, die Magna Carta zu unterschreiben, die bekanntlich auch Bestandteil der amerikanischen Verfassung 1787 ist. Die Magna Carta wurde vom Papst Innozenz III. Für rechtswidrig erklärt, weil sie nicht mit dem Vertrag von Verona 1213 konform geht. Bitte bedenkt, dass durch diesen Vertrag die Menschen in die Leibeigenschaft des Vatikans übergegangen sind. König John und die britische Krone gehört somit dem Vatikan und das britische Volk wird als bewegliches Gut eingestuft. Siehe Williams Reichsgrundbuch, wodurch die Volkszählung die Menschen zu Personen geschaffen hatte und somit bewegliches Eigentum sind. Im Übrigen hatte England durch die Unterzeichnung der Magna Carta keine eigene Verfassung. Im Jahre 1302 wurde eine päpstliche Bulle erlassen, die besagt,
dass der Papst Eigentümer der Menschen und der Erde ist. Er besitzt somit die Tiere, die Pflanzen, das Land und die Menschen. Gehen wir kurz in das Jahr 1492. In diesem Jahr bereiste Kolumbus unter der Flagge der Tempelritter im Auftrag des Vatikans die neue Welt, also demzufolge das heutige Amerika. Mit Hilfe der spanischen Inquisition und der päpstlichen Bulle von 1493 konnte der Vatikan sein Einflussgebiet vergrößern und sein Wissen in der neuen Welt verbreiten. Dies geschah alles zum Unwohle der indigenen Völker, die nun unter dem Joch der Kirche und der Spanier lebten. Jetzt springen wir auf das Jahr um 1600, an dem am 31. Dezember die Queen Elizabeth I. der British East India Company die Royal Charter übergab und die Company somit ihren Besitz auf dem Vatikan überschrieb. König John, auch gleichzeitig der Gründer der Virginia Company, unterzeichnete die erste Charta von Virginia, die die volle Befugnis der Companies über die Kolonialgebiete einräumt. 1615 wurde ein Handelsvertrag zwischen Indien und der British East India Company ausgehandelt, in dem die Company das Land besiedeln wollte und im Gegenzug erhielt Indien Produkte der Company. 1670 räumte der englische König Karl II. Der British East India Company neue territoriale Befugnisse ein, wodurch sie selbst mehr Macht erhielt und eine eigene Streitkraft. Die British East India Company entwickelte im englischen Parlament eine eigene Lobby, um somit ihren Einfluss auf die Politik zu erwirken. Die British East India Company hatte eine Regierungsfunktion und damit auch die Befehlsgewalt des Militärs. Die British East India Company hatte einen Ruf, der ihnen vorauseilte. 1612 gab es eine Schlacht mit den Portugiesen, die sich Schlacht von Tralee taufte, welche die British East India Company gegen die Portugiesen gewann und somit die Gunst des indischen Moguls sicher war. Deshalb auch der Handelsvertrag zwischen Indien und der Company. Die British East India Company waren nicht die einzigen, die Handel trieben und versuchten, ihre Macht zu erweitern. Die Franzosen versuchten dies ebenso und gerieten mit der British East India Company um 1756 bis 1763 aneinander und die Franzosen verloren den siebenjährigen Krieg gegen die Company in Nordamerika. Die Stimmung war auch in Indien sehr angespannt, weshalb 100 Jahre Schlacht um Plassey von 1757 bis 1857 das Ergebnis waren. Man nannte es auch den anti-britischen Aufstand. Es wurde der Government of India Act geboren, somit gehört folglich Südindien, Ostindien und Westindien der britischen Krone. Dies funktionierte sicherlich nur, weil das indische Volk geschwächt wurde und Tipu Sultan 1799 ermordet wurde. Jetzt springen wir auf die amerikanische Unabhängigkeit auf, nämlich der Unabhängigkeitskrieg von Amerika von 1775 bis 1783. Die Amerikaner wollten sich von der britischen Krone lossagen und davon unabhängig sein. Es wurde viel Blut vergossen in diesem Krieg. Die Unabhängigkeitserklärung wurde 1776 verkündet und der Frieden zwischen den Kolonien Amerika und dem Königreich Großbritannien wurde mit dem Vertrag von Paris 1783 geschlossen. Dummerweise wurde der Vertrag von Verona 1213 in dem Vertrag von Paris 1783 nochmal bekräftigt, was die Unabhängigkeitserklärung seitens des Papstes für ungültig erklären ließ. Wir halten fest, Magna Carta und die Unabhängigkeitserklärung sind ungültig. Dennoch wäre es im Rahmen des Möglichen, sich souverän zu machen, weil der Vertrag von Verona kein Völkerrechtsvertrag ist, sondern nur ein Vertrag zwischen den britischen Monarchen und dem Papst, wie es das Deutsche Reich getan hat, mit Otto von Bismarck und dem Kulturkampf, der die Kirche und den Vatikan aus dem Deutschen Reich hielt. Dies wurde in der Reichsverfassung 1871 bekräftigt. Dasselbe können die Amerikaner auch tun. Sehr wichtig ist auch das Datum 15. April 1861, wodurch Amerika nicht mehr durch die Verfassung geschützt wurde und nur noch durch Exekutivverordnungen des US-Präsidenten regiert wird. Heißt, Amerika befindet sich nach wie vor im Kriegszustand bzw. im nationalen Ausnahmezustand.
Mit dem Libor-Kodex und dem allgemeinen Befehle Nummer 100 konnte Präsident Lincoln Amerika weiterhin im Kriegsrecht regieren. Die Verfassung wurde nur zum Schein für das amerikanische Volk teilweise eingesetzt. Präsident Lincoln wurde ermordet, bevor er Pläne zur Wiederherstellung der konstitutionellen Regierung in den Südstaaten und zur Beendigung der Kriegsherrschaft durch Exekutivverordnungen und den 14. Änderungsartikel abschließen konnte. Mit der Verfassung wurde ein neuer Staatsbürgerschaftsstatus für die neue erweiterte Gerichtsbarkeit geschaffen. 1871 wurden vom Kongress neue Gesetze für den District of Columbia erlassen und verabschiedet, die am 27. Februar 1801 und am 3. Mai 1802 erlassenen Gesetze ersetzten. Der District of Columbia wurde 1872 wieder aufgenommen und alle Staaten in der Union wurden wie folgt reformiert: Franchise-Nehmer der Federal Corporation. Damit eine neue Union der Vereinigten Staaten geschaffen werden kann, der Schlüssel zum Zeitpunkt, zu dem die Staaten Bundes-Franchise-Nehmer wurden, hängt mit dem Datum zusammen, an dem diese Staaten die gesetzliche Vorschrift erlassen haben. Der Field Code war eine Kodifizierung des Common Law, das zuerst von New York und dann von Kalifornien im Jahre 1872 verabschiedet wurde. Kurz darauf wurde der Libor Code verwendet, um die Vereinigten Staaten in die Brüsseler Konferenz von 1874 und in die Haager Konvention von 1899 und 1907 einzubeziehen. Amerika als Nation war bankrott und die internationale Bankenfamilie machten keine Geschäfte mit einer bankrotten Nation. Demzufolge wurde der District of Columbia gegründet, was nichts mehr mit einem Staat zu tun hat. Die USA müsste nämlich Reparationszahlungen gegenüber dem Königreich Großbritannien entrichten. Die British East India Company kaufte die United States Incorporated auf. Deshalb auch die jetzige USA-Flagge, die Stars and Stripes, welche die Militärflagge ist, die man zu Kriegszeiten hisst. Die Regierung der Vereinigten Staaten, die unter dem Exekutivprivileg der ursprünglichen Kriegsherrschaft gebildet wurde und 1933 bankrott ging und ein neuer Ausnahmezustand wurde ausgerufen, unter dem die Bürger der Vereinigten Staaten gemäß den Bestimmungen des Trading with the Enemy Act als Feind der Regierung und des Bankensystems benannt wurden. Dies ist eine sehr grobe Zusammenfassung meiner bisherigen Recherche. Es geht noch tiefer und detailreicher. Wichtig ist jetzt zu überlegen, wer hat denn 1914 bis 1918 im Ersten Weltkrieg gegen das Deutsche Reich 1871 eigentlich gekämpft. Bedenkt, wir befinden uns immer noch nach wie vor im Kriegs- bzw. Belagerungszustand, der nie aufgehoben wurde. Das Deutsche Reich als Völkerrechtssubjekt, dem sind die United States, das Vereinigte Königreich Großbritannien, die Republik Frankreich und dem russischen Zarenreich gegenübergestellt. Wir sehen, dass der Vatikan alles an sich gerissen hat, die USA eine Corporation ist und als Völkerrechtssubjekt niemals Krieg mit uns geführt hat. Das Volk von Großbritannien auch nicht, sondern das Vereinigte Königreich Großbritannien und dessen Royal Army, die in der Hand des Vatikans liegen, dann die Republik Frankreich, dessen Rechtslage ich noch nicht weiß, und das Zarenreich Russland, welches tatsächlich ein Völkerrechtssubjekt ist. Heißt wiederum, mit dem Zarenreich Russland benötigen wir einen Friedensvertrag. Das ist mir gewiss, auch wenn ich weiß, dass der Erste Weltkrieg von den Vatikan und den Jesuiten initiiert wurde. Amerika braucht folglich das Deutsche Reich nicht, um souverän zu werden. Die muss das amerikanische Volk selbst initiieren und oder Donald Trump per Dekret den Kriegszustand auflösen und somit in die verfassungsmäßige Ordnung von 1787 zurückkehren. Dasselbe müssen wir auch tun, das deutsche Volk muss Farbe bekennen. Demzufolge schwarz, weiß, rot. Damit wir als vereintes Volk auf das Common Law, also auf unser richtiges und echtes Völkerrecht, wie die HLKO, also Haager Landkriegsordnung, zugreifen können. Dies geht entweder durch den Kaiser oder wenn wir als Volk es so wollen. Lasst es ein wenig auf euch wirken und denkt bitte darüber nach. Bei allen Dingen, egal ob Kaiser oder nicht,
brauchen wir dringend ein deutsches Volk, was weiß, was es will. Somit vielen Dank fürs Zuhören und gehabt euch wohl.